Hallo und grüß Gott, mein Name ist Bernd Auer von PD Experts. Wir beraten Firmen bei der Einführung und der Verwendung von guten Softwarelösungen. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir, nämlich die Franziska Gursch von der Firma Leadfeeder. Hallo Franziska. Hallo, guten Tag Bernd. Vielen Dank, dass ich heute bei dir dabei sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Franziska, magst du mir mal erzählen, was Leadfeeder eigentlich macht? Ja, super gerne. Erstmal ja, vielen Dank, dass du mich heute für das Gespräch eingeladen hast, dass ich Leadfeeder dir und auch deinen Kunden etwas näher vorstellen darf. Was wir machen ist, in Kurz, wir sind eine Sales Intelligence Lösung und wir helfen Sales und Marketing Teams dabei, zu erkennen, wer die Besucher ihrer Website sind. Das Ganze basiert auf IP-Tracking und dadurch können wir anzeigen, welche Firmen ihre Website besucht haben. Vielleicht kurz zur Geschichte Leadfeeders. Unser CEO Packer hat vor gut 10 Jahren seinem Vater helfen wollen, seine Website zu optimieren. Er hat gesehen, dass die Website sehr viele Besucher hatte, aber sehr wenige das Kontaktformular ausgefüllt haben und daher mit seinem Hintergrundwissen eben eine Applikation entwickelt, um herauszufinden, welche Firmen auf der Website waren. Und das Ganze hat sich über die Jahre dann hinweg weiterentwickelt und ja, heute sind wir Leadfeeder. Eine Firma mit über 150 Mitarbeitern weltweit, stets am Wachsen und erweitern auch unser Produktportfolio stetig. Da kann ich dir heute sehr gerne noch etwas weiter darüber erzählen. Ja. Unser Schwerpunkt ist eben wirklich das IP-Tracking und das Anzeigen der Web-Visitors. Das ist ja der Klassiker. Man bekommt Besucher auf seine Seite, die verlassen die Seite aber auch wieder, ohne dass sie irgendwas tun. Das ist wie in einem Geschäft, wo jemand reinkommt, der schaut sich um, will vielleicht sogar was kaufen, geht dann aber wieder. Und ich als Verkäufer weiß nicht, was der bei mir gemacht hat. Leadfeeder hilft mir zumindest dabei, denen zu erkennen, wer das gewesen sein könnte. Gell? Ganz genau. Die Daten sind ja vorhanden. Was wir bei Leadfeeder eben machen, ist sie einfach nur aufzuzeigen. Und daher sollte es eigentlich wirklich in jeder Strategie, jeder Firma ein wichtiger Bestandteil sein. Da wir nicht nur Marketing und Sales helfen, sondern auch der ganzen Firma an sich wirklich herauszufinden, wer sind die Firmen, die wir ansprechen können, wer zeigt Interesse an uns und ja, kann einfach als Eisbrecher dienen. Wir wissen, jemand war im Laden, wir wissen, jemand hat die Seite angeschaut und können sie von dort eben viel besser ansprechen, als die ja, Cold Approaches zu wählen, mit denen sehr viele Sales Teams heute noch arbeiten müssen. Aber wir wissen noch nicht, wer das gewesen ist. Gell? Dazu haben wir gesagt, wirst du uns nachher noch ein paar Tipps geben, wie man den richtigen Ansprechpartner herausfindet und auch wie, weil das ist gerade in Deutschland, brauche ich dir nicht erzählen. Datenschutzkonform ist es. Vielleicht wollen wir darüber kurz sprechen. Warum ist es datenschutzkonform? Ja, sehr gerne natürlich. Also wir arbeiten natürlich als finnische Firma auch innerhalb des DSGVO GDPR-konform. Es ist uns sehr wichtig, dass wir da konform arbeiten und die IP-Adressen, die wir tracken, sind öffentlich zugänglich. Daher ist das alles komplett legal und auch die Ansprache der Person, du hast mir gerade erzählt, du hast da auch ein Video zugedreht, eben im Bereich des legitimen Interesses, dass die Person zeigt, in dem ein Mitarbeiter der Firma auf der Website war, ist das dann auch okay, die Person anzusprechen über verschiedene Quellen, über die wir uns später sehr gerne noch unterhalten können, sprich Anruf, E-Mail, LinkedIn, Xing etc. Ich werde den Link nachher zu dem Video irgendwo einblenden. Nämlich zur Frage, was darf man eigentlich in seinem CRM abspeichern? Und wir sind bei euch sowieso komplett auf der sicheren Seite, weil wir speichern ja sowieso nur organisationsbezogene Daten, frei zugängliche organisationsbezogene Daten ab, mit einem legitimierten Interesse. Also gut, wenn wir das geklärt haben. Also wir wissen, wir dürfen die Daten abspeichern. Technisch funktioniert es, wir haben eine IP-Adresse, die findet man heraus, relativ einfach vom Besucher. Wie funktioniert es technisch dann? Woher weiß mein Pipedrive nachher oder Leadfeeder nachher, wem die IP-Adresse gehört? Ja, sehr gerne. Es sieht so aus, ihr habt den Leadfeeder-Tracker auf der Website installiert. Dann kommt ein Besucher auf die Website und dann geht das Ganze durch den sogenannten Reverse Domain Name Server, um die IP-Adresse herauszufinden. Diese IP-Adresse gleichen wir dann mit unserer Datenbank ab. Wir haben eine eigene Datenbank, die reichern wir immer wieder an. Wir haben ein gesamtes Data Quality Team dahinter, die sich auch immer darum kümmern, dass die Datenbank immer up to date ist. Und ja, von dieser Datenbank nehmen wir dann eben die IP-Adresse. Und ja, was natürlich auch ein sehr wichtiges Thema ist, ist aktuell Working from Home, Remote Work. Und da haben wir noch immer Möglichkeiten herauszufinden, wer die Person war, auch wenn sie nicht direkt im Standort der Firma aktuell ihre Website besucht hat. Beispielsweise, wenn sie ein VPN benutzt oder wenn sie eine Remote Desktop-Lösung benutzt oder auch einfach ja, ein Firmencomputer, ein Firmenlaptop.
Also wir gehen da auch mit der Zeit, um nicht nur statische, sondern auch dynamische IP-Adressen zu tracken. Auf das bin ich schon sehr gespannt, weil ich war mir sicher, dass es bis jetzt nur mit statischen funktioniert. Aber über VPN ist logisch, weil der verwendet da, glaube ich, auch die IP-Adresse der Firma dann, gell? Genau, Also, ja. ja. Aber über die anderen bin ich gespannt. Sehr gespannt. Franziska, ich schlage vor, ich zeige mal, wie das bei uns aufgesetzt ist, Ja, sehr damit man sich gerne. mal was darunter vorstellen kann. So, also die ganze Sache funktioniert so. Leadfeeder erkennt, wie gesagt, welche Firmen auf unserer Seite gewesen sind anhand der IP-Adresse. Das, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich kann mir da unterschiedliche Feeds einstellen. Ein Feed ist sozusagen ein Filter, wenn man so möchte. Und bei mir ist es so eingestellt, dass mir in einem Filter alle Firmen angezeigt werden, die tatsächlich nur einmal auf unserer Seite gewesen sind. Ja, also bei dieser Firma weiß ich, dass die sich diese PD-Experts, lustig, Datenschutz, DSGVO-Seite angeschaut haben. Bei der nächsten Firma weiß ich, dass die auf der Pipelife 30 Tage kostenlos Testenseite gewesen sind. Ja, das erkenne ich daher. Ich habe einen zweiten Filter, der mir sagt, welche Firmen auf mehr als zwei Seiten gewesen sind. Ja, da hier, die Freunde waren, ja, die waren öfters auf unserer Seite auf mehreren verschiedenen Seiten. Ja. Und im Hintergrund ist es jetzt so eingestellt, dass genau diese Firmen in Pipelife landen über eine Automation. Ja, ich kann auf der einen Seite sagen, ich möchte alle, die in diesem eine Seite besucht Feed drinnen sind, nach Pipelife spielen und die mit mehr als zwei Seiten woanders hinspielen. Bei mir ist es so eingestellt, dass tatsächlich diejenigen, die nur auf einer Seite eingespielt werden, nämlich in den Leads. Ich habe hier einen eigenen Label für Leadfeeder, Prio Niedrig heißt es bei uns. Ja, da kommen halt alle rein. Bei einer Seite sage ich, das ist jetzt noch nicht so dramatisch wertvoll, die Information. Wenn uns jemand einmal Zeit hat, kann er sich das einmal durchschauen. Franziska wird uns nachher Möglichkeiten sagen, wie man die auch trotzdem kontaktieren kann, auch wenn man wenig Zeit hat. Ja. Die anderen, die mehr Seiten besucht haben, nämlich zwei oder mehr, landen bei uns tatsächlich in unserer Lead-Pipeline. Die bekommen einen eigenen Deal-Titel und eine eigene Quelle. Ja. Quelle kommt von Leadfeeder. Ja. Das ist wichtig. Und die landen da hier bei mir gleich in der Recherchierenphase. So, also ich habe die Firma jetzt in meinem Pipedrive drinnen, aber ich habe noch keine weiteren Daten. Also ich weiß gerade den Firmennamen, aber habe noch keine Telefonnummer oder keine Adresse. Also ich kann auch relativ wenig damit anfangen. Ich verwende dafür ein Tool namens SnapID. Ich sage, ich möchte als erstes einmal die Firma recherchieren. Ich klicke da drauf und sage Organisation updaten. Und jetzt suchte mir auf SnapID nach den Daten von dieser Firma, nämlich im Impressum oder auf Xing oder auf LinkedIn. Ja, also ich kann dir ja sagen, Firmendaten und ich suche jetzt genau die Daten auf Xing und aus dem Impressum und sage, ich möchte es übernehmen und spiele sie in meinen Pipelife ein. Ja, genauso funktioniert es dann übrigens auch mit dem Ansprechpartner. Ich kann da hier sagen, ich möchte einen neuen Kontakt anlegen und dann suchst du mir Xing und LinkedIn nach potenziellen Ansprechpartnern. Ich kann da einen Filter machen, ich kann sagen, wer arbeitet dort im Vertrieb und suche mir dann einen passenden Ansprechpartner raus. Mit einer E-Mail-Adresse vielleicht noch dazu. So, jetzt habe ich gute Daten. Jetzt kann ich natürlich entweder anrufen oder, so wie wir das meistens machen, ich kann einfach einmal ein E-Mail schreiben aus einer Vorlage heraus. Eine eigene Vorlage für alle Lead-Feeder, Deals, wo ich nur reinschreibe, dass jemand auf unserer Webseite gewesen sein könnte und mein Ansprechpartner, ob der mir vielleicht sagen könnte, ob der eine Idee hat, wer das sein könnte. Und das schicke ich dann. So sprechen wir unsere potenziellen neuen Kunden an. Francesca, was sagst du dazu bis dahin? Ich finde, das macht ihr schon richtig gut, dass ihr ja die sogenannten Custom Feeds nutzt, um eben eure Leads ein bisschen weiter zu sortieren. Welche zeigen mehr Interesse an euch, was natürlich impliziert, dass es ein wirklicher Deal dahinter stecken könnte und ihn dann direkt in euer Pipedrive weiterleitet. Das empfehlen wir natürlich an unsere Kunden, die Filter wirklich gut zu nutzen. Da gibt es so viele verschiedene Anwendungszwecke und ja, vor allem im Sales durch die Pipedrive-Integration sind auch so viele verschiedene spannende Sachen möglich, auch sich beispielsweise anzeigen zu lassen, wenn ein Deal, der verloren ist, die Website wieder besucht, sich dann auch direkt eine Automation senden zu lassen. Kommt er wieder auf unsere Seite, dann wird das direkt angezeigt.
Und ja, wie auch SnapAddy dazu benutzt, den richtigen Ansprechpartner zu finden, das ist schon sehr gut. Was wir immer empfehlen, ist, wenn man den Besuch an der Firma sieht, sich zuerst zu überlegen, wer ist unser sogenanntes Usual Buyer Profile? Also wer ist die Person oder wer sind die Personen einer Firma, mit denen unsere Vertriebler in Kontakt sind, für die wir unsere Marketinginformationen erstellen und sich dann mit einem Profil, auch basierend auf den Rolltiteln, von vielleicht 3 bis 5 Personen zuzulegen und dann eben Tools wie SnapAddy zu nutzen, auch einfach LinkedIn an sich, die eigenen Datenbanken, Xing, selbst die Google-Suche oder einfach die Unternehmenswebsite kann sehr viel helfen, um dort eben Kontaktpersonen rauszusuchen und diese dann zu kontaktieren. Also du suchst auf jeden Fall noch den richtigen Ansprechpartner vorher. Du machst nicht einfach blind irgendwo einen Schuss ins Blaue hinein, sondern du überlegst dir schon genauer, wer das sein könnte. Ganz genau. Und versuchen das, was auch unser Outbound-Team an sich macht und unsere erfolgreichsten Kunden, eben dieses Usual Buyer Profile zu nutzen. Natürlich sehen wir auch die Lokation des Leads. Das kann auch Aufschluss geben. Wir wissen natürlich nicht, ist die Person auf Reisen, aber vor allem aktuell noch zu Corona-Zeiten gibt es meistens auch gut Aufschluss, wo sich die Person wirklich räumlich befindet, wo sie ansässig ist. Und diese Informationen können wir wunderbar verwenden, um richtigen Ansprechpartner zu finden. Auch einfach sich anzuschauen, wenn die Person auf mehreren verschiedenen Seiten war, zu wissen, welche Personen interessieren diese Themen normalerweise. Und diese Information kann man dann natürlich auch wunderbar verwenden, um die Person anzusprechen. Und wir müssen allerdings sagen, dass sehr viele Personen Angst haben vor der Idee, dass sie online getrackt werden. Deshalb ist es nicht immer ratsam zu sagen, dass man weiß, jemand von der Firma war auf der Seite, sondern das Ganze am besten eher zufällig aussehen zu lassen. Weil wenn eine Person jetzt auf der Seite war an einem Tag, dann 1 oder 2 Tage später, vielleicht via LinkedIn anzuschreiben, nicht aller, ich weiß, jemand von ihrer Firma war auf unserer Webseite, sondern wirklich zu sehen, welche Seiten hat sich die Person angeschaut, dort weitere Materialien zu senden. Im besten Fall hat man vielleicht ein Angebot zu einem speziellen Thema. Haben auf jeden Fall positive Erfahrungen gesammelt. Also das, was man heutzutage als Lead Nurturing versteht. Gell? Man gibt dem Lead tatsächlich das, was er gerne hätte. Und das macht Lead für dich wirklich gut. Das sagt man genau, auf welchen Seiten von meiner Webseite jemand gewesen ist. Und wir haben da früher jemanden gesehen, der sich unsere Datenschutzgrundverordnungsseite angeschaut hat. Dem würde ich natürlich jetzt Informationen schicken, wie man Datenschutz handelt. Ja. Also du Ganz schaust dann genau. schon, du gehst dann schon nicht mit dem Dampfhammer vor, sondern mit dem Skalpell. Ganz genau, mit dem Skalpell vorgehen, wirklich so Detektivarbeit zu betreiben und zu sehen, was hat sich die Person angeschaut, wer könnte das sein, und nach dann die richtige Person zu finden. Das ist natürlich die Sales-Seite. Was wir jetzt noch nicht so erwähnt haben beim Leadfinder, gibt es natürlich auch die Marketing-Seite. Dass wir die Informationen der Firmen auch für Account-Based Marketing nutzen können. Wir können die ganzen Informationen exportieren. Wir haben auch direkte Vorlage, wie man sie direkt zum LinkedIn Account-Based Marketing hochladen kann. Man kann auch selbst eigene Listen hochladen, um bestimmte Firmen innerhalb Leadfeeders zu tracken. Das ist vor allem in den letzten Monaten sehr beliebt geworden bei unseren Kunden. Vielleicht, dass die Firmen, die sich nur eine Seite angeschaut haben, dazu den Custom Feed zu erstellen und diese etwas mehr zu nurturen. Und wie du es auch eingestellt hast, die Firmen, die sich mehrere Seiten angeschaut haben, die einfach mehr Interesse schon gezeigt haben, ans Sales-Team weiterzuleiten. Verstanden, verstanden. Francesca, es ist ja, wenn du sagst, man muss da genauer hinschauen, man sollte sich jetzt genau überlegen, was man jemandem schickt. Es ist schon relativ aufwendig im Sinne von einer Recherche. Was ist denn deine Empfehlung? Wie schafft man es trotzdem, möglichst viele Leads sozusagen aus dieser Fülle an Besuchern herauszufinden? Dazu haben wir erstmal die Einstellung innerhalb Leadfeeders, dass wir die Leads nach der sogenannten Qualität sortieren können. Höhere Qualität heißt einfach höheres Interesse, dass wir dadurch sehen, dass die Besucher einer Firma mehr Zeit auf der Website verbracht haben. Also wer einen Qualitätsscore von 10 von 10 Punkten hat, das sind die Firmen, bei denen verschiedene wiederkehrende Besucher auf der Seite waren, ja, was natürlich höheres Interesse impliziert. Da würde ich erstmal empfehlen, diese anzugehen und dann einfach nach dem bestimmten, ja, Usual Buyer Profile zu gehen. Im Leadfeeder-Sinne einfach mal ein Beispiel zu geben. Die meisten Personen, mit denen wir uns unterhalten, sind
im Sales und Marketing, also würde unser Outbound-Team nach Head of Sales, Head of Marketing, Head of Business Development suchen, vielleicht bei kleineren Firmen einfach auch nach dem Geschäftsführer, und dass man eben sich diese Usual Buyer Profiles vor Augen hat und dann direkt so die Suche startet. Mhm. Wir haben es ja auch jetzt im Snap-Edit-Tool gesehen, dass man auch dort direkt nach bestimmten Bereichen innerhalb einer Firma suchen kann, also dass man sich diesen Prozess einfach automatisiert und dann außerdem einfach auch Templates verwendet, weil zu bestimmten Themen schon vorgefertigte Templates hat. Mhm. Wir selbst haben in unserem Blog auch sehr viel Material, auch verschiedene Vorlagen, die wir auch sehr gerne teilen. Und ja, das ist einfach die Art und Weise, wie man den ganzen Prozess am einfachsten auslegen kann, damit man es einfach so automatisiert hat. Das ist ein sehr schönes Stichwort geliefert, nämlich die Qualität. Da würde ich gerne auch mal was herzeigen. Da hier auf der Seite hat man direkt im Leadfeeder diese Linien, die einen Aufschluss über die Qualität geben. Genau das Gleiche haben wir im Pipedrive selber auch, wenn man die Webbesucher verwendet. Das ist bei mir jetzt ausgeblendet, weil ich verwende es nicht. Es ist aber in Wirklichkeit die gleiche Funktion. Also Pipedrive selber arbeitet ja mit Leadfeeder im Hintergrund. Das heißt, diese blauen und gelben Linien, die man da hier sieht, sind ganz genau die gleichen, wie die, die man in Leadfeeder selbst sieht. Der größte Unterschied ist nur, dass man anhand von der Lead-Qualität im Pipedrive keine Automatismen triggern kann. Das heißt, die Leads landen auf jeden Fall alle nur im Leads-Bereich und man kann das nicht so machen, wie ich das in unserer Live-Version gemacht habe, nämlich, dass man daraus automatisiert Deals macht. Deswegen arbeite ich gern mit Lead wieder direkt und nicht mit Pipedrive. Ganz genau, wir sind selbst Pipedrive-Nutzer, auch Pipedrive-Partner. Allerdings ist die Pipedrive-Web-Visitor-Version einfach eine sehr abgespeckte Version Leadfeeders. Um Leadfeeder kennenzulernen, eignet sich das sehr gut. Allerdings, wie du schon angesprochen hast, fehlen die Automationen. Man kann nur zwei verschiedene Filteroptionen in den Custom Feeds einstellen. Und außerdem sind weitere Integrationen nicht möglich. Wir bieten beispielsweise auch Integration mit Marketing-Tools wie Mailchimp oder ActiveCampaign an, auch um zu sehen, welche Besucher basierend auf der E-Mail-Adresse aus E-Mail-Kampagnen auf die Website kommen. All das ist natürlich da nicht möglich. Und deshalb, um wirklich den vollen Nutzen Leadfeeders zu haben, empfehle ich natürlich, unsere volle Premium-Version zu nutzen. Na klar. Premium ist immer sehr teuer, oder? Unser Pricing basiert tatsächlich nur auf der Anzahl der Besucher, die wirklich auf der Website landen. Das kommt dann natürlich auf verschiedene Faktoren an. Wie ist das Marketing aufgestellt? Wie ist das SEO aufgestellt? Und dabei kann Leadfeeder natürlich auch helfen, das SEO zu optimieren. Man kann zum Beispiel vergleichen, auch aus welchen Quellen die Besucher kommen, welche die hochwertigsten Besucher bringt. Und ja, dann ist es natürlich wichtig, möglichst hochwertige Besucher auf die Website zu bringen. Und ansonsten haben wir verschiedene Preiskategorien, die alle auf unserer Website offengelegt sind, einfach unter leadfeeder.com/pricing. Und dann ist es möglich, auch ein monatliches Abo zu wählen, was sich natürlich anbietet, vielleicht zum Start. Und danach gibt es dann auch 20% günstiger das jährliche Abo. Das sage ich auch mal. Gerade Leadfeeder ist etwas, das kann man gut einmal ausprobieren. Einfach mal, um zu erkennen, weil viele wissen das ja nicht einmal, wie viele Firmen tatsächlich auf die Seite kommen. Was schätzt du oder weißt du es vielleicht, wie hoch ist die Rate der erkannten IP-Adressen? Also wenn ich 2000 Visits auf meiner Seite habe, wie viele Firmen werden daraus erkannt? Also das ist eine sehr gute Frage, mit der ich mich auch letztens erst wieder beschäftigt habe. Es kann wirklich extrem unterschiedlich sein. Es kommt darauf an natürlich, wie viel B2B im Vergleich zu B2C-Besuchern man hat. Mache Firmen, die wirklich sehr spezialisiert sind, vor allem im industriellen Bereich, haben fast ausschließlich B2B-Visitor. Andere haben sehr viel B2C-Visitor, die vielleicht auch ein Wiki oder einen Blog angeschlossen haben. Es gibt übrigens auch Möglichkeiten, bei uns bestimmte Webseiten auszuschließen. Das heißt, wenn man zum Beispiel genauso einen Blog hat, der sehr viel Interesse kriegt, die Leads aber nicht relevant sind, dass man den ausschließt und eben auch für diese Besucher nicht zahlen muss. Ja, es ist irgendwo zwischen 5 und 80%. Zwischen 5 und 80? 5% und 80%, ja. Es kann sehr stark variieren.
Was natürlich auch zu beachten ist, dass wir Internet Service Provider herausfiltern, sonst würden wir sehr viel, ja, hunderte Besucher einer Telekom anzeigen. Da, wenn jemand einfach von zu Hause mit dem Heimnetzwerk, mit dem privaten Laptop oder Computer die Website besucht, wir nicht wissen können, wer wirklich dahinter steckt. Aber wie gesagt, wir arbeiten auch täglich daran, mit unserem Data Quality Team auch die dynamischen IP-Adressen besser zu verifizieren, um möglichst jeden Besucher anzuzeigen, der wirklich relevant ist. Hilft sie auch mit Tipps und Tricks, so wie du es uns jetzt gegeben hast im Video, persönlich weiter? Das machen wir auf jeden Fall auch. Wir haben die sogenannten Customer Success Manager, die immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ab einer gewissen Abo-Größe gibt es einen Customer Success Manager kostenlos gestellt. Auch für unsere kleineren Kunden können Sie einen dazu buchen, die eben die Teams einarbeiten, die ja mit Ratschlägen zur Seite stehen, mit Integration helfen, auch dabei helfen, wenn man neue Marketingkampagnen aufsetzt. Also das ist bei uns auf jeden Fall gegeben. Und außerdem bieten wir eine 14-tägige kostenlose Testphase unserer Premium-Version an, bei dem auch immer Leadfeeder-Mitarbeiter zur Verfügung stehen, um sie auch eben zu trainieren. Ich beispielsweise auch für den deutschen, österreichischen und Schweizer Markt. Und abgesehen davon haben wir auch unseren Leadfeeder Support Chat und dort sind meine Kollegen immer online und ja, stehen mit Rat und Tat zur Verfügung. Mit denen rede ich immer. Die sind wirklich super auf Zack, die Kollegen. Die meisten sitzen tatsächlich in Finnland, gell? Ganz genau, ja. Die haben immer sehr lustige Namen. Also allein wegen dem Unterhaltungswert würde ich da immer hinschauen. Gut. Francesca, ich glaub, jetzt haben wir alles besprochen. Gibt es noch irgendwas, was du uns mitgeben möchtest? Was ich sehr gerne noch mitgeben möchte, dass wir Leadfeeder immer weiter entwickeln, immer neue Funktionen hinzufügen, Integrationsmöglichkeiten. Unser neuestes Thema ist Leadfeeder Discover. Damit wollen wir Firmen helfen, IP-Adressen aus ihrer eigenen Datenbank zu entschlüsseln und auch in Sachen Account-Based Marketing zu helfen, sprich mit personalisierten Webseiten für bestimmte Besucher. Und auch in Sachen Kontakten sind wir daran, ein neues Feature einzuarbeiten, das in den nächsten Monaten live gehen wird, dass wir auch die Kontakte aus LinkedIn für die Firmen direkt anzeigen. Das Mittlere, das war jetzt tatsächlich eine Landingpage. So spezielle, also Ganz Lead mit genau. Lead wieder kann man in Zukunft auch Landingpages direkt erstellen. Ganz genau, das ist mit unserer neuesten Funktion, Leadfeeder Discover. Sehr gerne hier auch einen Link dazu einbauen. Sehr gerne, den werden wir da gleich veröffentlichen. Ich frage es jetzt nämlich deswegen, weil das ist eine Funktion, nach der fragen uns Pipedrive-Kunden immer wieder, weil eben andere CRMs das anbieten. Also gut zu wissen, dass man dann diesen Umweg auch gehen kann. Ja, super. Ja, wir gehen mit der Zeit. Wir hören immer, was unsere Kunden suchen, welche Tools sie am meisten nutzen und versuchen, die alle zu integrieren. Das hört sich nach einem guten Plan an. Francesca, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Liebe Grüße nach Südfrankreich. Du sitzt in der Nähe von Cannes, habe ich gerade Ja, gehört. sehr gerne. Vielen Dank und schönen Nachmittag. Vielen Dank auch für deine Zeit und ganz liebe Grüße nach Österreich. Dankeschön. Ciao. Ja.